Leute, und weiter geht's bei Factorio mit mir, dem Tegeros. Inzwischen solltet ihr mich erkennen. Ja, beim letzten Mal haben wir uns ja hier die Kampagne Platzmangel angeschaut, die erste Mission. Das war ja sehr spannend, mit dem, wir müssen das Gebiet freikaufen, müssen Geld ausgeben, aber haben auch nur eine begrenzte Menge an Geld und müssen dann dieses Geld plus eine gewisse Menge erwirtschaften. Hat ja soweit auch so halbwegs gut geklappt, also die Richtung war richtig, wir haben es noch nicht fertig geschafft, die Mission, weil du hast ja auch, man hat ja auch nur hier 10 Minuten Zeit gehabt. Wenn ihr da mehr sehen wollt in die Richtung bei Platzmangel, dann spielt es einfach selber. Ist auf jeden Fall cool, ist eine Herausforderung, ich bin gespannt, wie da die weiteren Sachen sind, die werde ich vielleicht mal spielen, aber ich will jetzt für mein Let's Play erstmal hier mit einem neuen Spiel weitermachen, und zwar keine Kampagne. Wir haben hier die ersten Schritte, neue Hoffnung, Fließband und Platzmangel haben wir alles gespielt. Deswegen machen wir ein neues Spiel. Hier ist der Kartengenerator. Ich habe mich da kurz reingelesen, aber weiß jetzt selber noch nicht so genau, was man alles machen kann. Also wir können jetzt hier die Häufigkeit der Ressourcen wie Wasser, Stein und sowas einstellen. Genauso können wir auch die Häufigkeit der Feindbasen einstellen. Nachdem ich mich irgendwie so dran erinnere, beim letzten Mal, als wir hier Gegner hatten, bin ich ziemlich versumpft. Wir machen mal Gegner eher ein bisschen selten. Die Größe lassen wir aber mittel und die Menge, ist wahrscheinlich die Menge an Wesen, die drin hocken, beziehungsweise bei den Eisenerzen und so, die Menge an Ressourcen, die lassen wir mal normal. Ja, hier mit Häufigkeit normal würde ich alles so lassen. Größe, Mittel, was gibt's denn alles? Es gibt klein, sehr klein. Achso, keine. Ah, ich kann mir sogar ganze Ressourcen ausschalten. Sehr klein, klein, mittelgroß und sehr groß. Aber ich würde fast sagen, wir machen die Häufigkeit oder mal. Ja, wir lassen die Häufigkeit normal, machen aber mal die. Nee, die Menge. Wir lassen die Menge und die Größe normal, machen aber die Häufigkeit und die Größe lassen wir normal und die Menge machen wir mal hoch. Da ich eh ziemlich versumpfe und hier auch länger spielen will in dieser einen Karte, ohne irgendwie 3 Millionen mal rumrennen zu müssen, mache ich jetzt einfach mal die Menge hoch. Ja. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Könnt mir auch schreiben, wenn euch das nicht gefällt, schreibt es einfach. Dann starten wir vielleicht auch einfach mal ein neues Spiel wieder, wo wir das ändern. Friedlicher Modus. Gegner greifen nie zuerst an. Dann, das habe ich mal ausprobiert. Dann glaube ich, sind die Gegner einfach, die stehen einfach nur in der Basis und warten darauf, dass du sie beschießt. Das lassen wir mal aus. Ich meine, wenn wir in der ersten Runde, ersten zwei Folgen sterben, dann sterben wir halt, dann fangen wir von vorne an. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man stirbt. Dann spawnt man eh neu, die Ressourcen sind weg oder so. Wiederholung aktivieren brauchen wir nicht. Kartenbreite, Kartenhöhe machen wir unendlich. Also lassen wir hier nichts. Kartengenerierungsnummer, ich habe keine. Lassen wir uns überraschen. Und Zeichenkette zum Kartenaustausch. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja. Ich würde sagen, dann wir los, weil wenn wir jetzt hier. Hallo? Ah ja. Weil jetzt können wir hier wirklich mal. Super, bald. Einfach mal alles ausprobieren, was es so gibt. Und wirklich alles erforschen, alles bauen und sind nicht irgendwie an die Kampagne gebunden, wo wir nur eine gewisse Menge haben. Deswegen machen wir freies Spiel. Und schauen mal, was uns da erwartet. Dies ist das freie Spiel von Factorio. Deine Aufgabe ist es, eine Rakete in den Weltraum zu starten. Okay, es gibt sogar ein Ziel. Dazu musst du einen Raketensilo bauen und eine Rakete mit einem Satelliten starten. Du wirst das erweiterte Technologien erforschen müssen, um das Raketensilo freizuschalten. Fange klein an, arbeite dich durch Automatisierung hoch und vergiss nicht, dich vor den Einheimischen zu schützen. Okay, die Einheimischen kennen wir schon. Das ist quasi die Fortführung der Kampagne, würde ich sagen. Weil in der Kampagne, wir sind ja notgelandet mit dem Raumschiff und hier geht es wohl dann darum, dass wir. Wo bin ich denn? Uhu. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Ach, da im Wald sind wir. Schön. Ich würde mal sagen, wir holen uns gleich mal ein bisschen Holz. Ja, in der Kampagne war es ja so, dass wir abgestürzt sind und versucht haben, wieder zurückzukommen.
und das nicht so ganz geklappt hat. Beziehungsweise ist es halt nicht fertig gewesen. Wir sind dann irgendwann mit dem Flugzeug weggeflogen an eine andere Stelle, wo nicht so viele Gegner waren. Und haben da halt dann versucht, irgendwie. Ich drücke immer auf I, wenn ich ins Inventar will. Ah ja, sehr schön. Ich kann ja schon was herstellen. Dann machen wir hier gleich mal eine Spitzhacke. Dann geht das alles hier auch schneller. Kiste können wir auch gleich machen. So, da oben ist irgendwie Kupfer, sehe ich, wenn ich da hinkomme, durch den Wald. Hallo. Ich könnte mal auf die Karte gehen. Was sehen wir denn? Hier ist Kupfer. Hier ist Kohle. Das bringt mir natürlich viel, wenn es unter Berg Dings ist. Hier ist Eisen, da ist Eisen. Da ist Stein. Was das da ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Wasser. Oder Eisen. Wahrscheinlich Eisen. Wo gehen wir denn jetzt hier am dümmsten hin? Weil hier hätten wir Kohle. Da unten ist noch Eisen. Da ist sogar Rohöl. Ja, Leute, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir werden wahrscheinlich den Wald abholzen müssen. Okay. Habe ich Kohle? Nein, habe ich nicht. Dann gehen wir doch jetzt mal hier zur Kohle. Oh Mann, das fängt ja super an. Wir stecken mitten im Wald fest. Die Kohle liegt einfach unter den Bäumen. Oh, Kohle. Sehr schön, ich habe Kohle gefunden. Ich kann nur nichts damit anfangen. Ich brauche ein Waldrodungsmissteil irgendwie. Ey. Die wollen mich doch hier echt verarschen. Komm, Leute, ich will aus dem. Ich will hier raus. Verdammt. Ich spreng euch alle in die Luft. Ich suche mir eine neue Gegend. Das ist mir zu blöd hier, ganz ehrlich. Also, ich nehme ein bisschen Kohle aber mit. Was ist denn jetzt? Kohle. Nehme einfach schon mal so 10 Kohle mit oder so. Dann können wir wenigstens schon mal irgendwo was anschmeißen. Wenn wir dann wo ankommen. Wie gesagt, wenn. Wird es auch noch dunkel. Super. Und ich habe 10 Schuss Munition und. Ich krieg jetzt schon das Kotzen. Nee, doch, Karte. Da unten ist noch Kohle. Und wenn da unten. Hier unten gibt es auch Steine. Also ich würde mal sagen, wir gehen nach unten oder. Ja, versuchen wir einfach mal unser Glück nach unten. Hier so. In die Richtung. Wo ist denn. Das ist echt schlimm hier in dem Wald. Der ist auch noch so dicht, dass man wirklich einfach stecken bleibt. Ich meine, ihr kennt meine Waldrodungsaktion schon aus einer der ersten Folgen, wo ich mich dann durch den Wald geholzt habe, um noch irgendwie die restlichen Rohstoffe aufzugreifen. Ja, komm, mach Platz. Ich bin frei. Oh, ich bin frei. Oh, Stein. Den nehmen wir auch schnell mit. Brauchen wir schließlich auch. Abbauzeit 8. Keine Resistenz gegen Feuer. 20 Steine. Hat sich schon rentiert. Hier ist nochmal Kohle, die wir auch hernehmen könnten. Nur ein bisschen wenig. Und ich habe nicht vor, am Anfang so riesige Wege zu bauen. Vor allem, wenn ich dann. Das ist ja ewig. Och nö, hier ist schon wieder ein Wald. Ja, willkommen bei dem Welterkundungssimulator 2004. Wir rennen planlos durch die Gegend und suchen Kohle. Ist hier keine Kohle mehr, oder was? Sehe ich jetzt. Wir rennen jetzt gleich ins nächste Monsterlager. Hier ist schon mal Kupfer in der Nähe. Da oben ist doch Kohle. Ist das Kohle? Ja, das ist Kohle, Kupfer, Eisen. Perfekt, wir bleiben hier. Das Eisen ist ein bisschen wenig, aber für den Anfang wird es reichen. Das heißt, wir bauen uns jetzt hier erstmal einen Kohleförderer hin. Ganz simpel, einfach hier. Kladderadatsch. Ruff. Kohle rein. Sehr schön. Was brauchen wir hier für so ein Fördergerät eigentlich? Wo sind das hier? Hier? Nein. Hallo? Ah, hier, die da. Forschungszentrum braucht auch schon einiges. Kann ich schon irgendwie. Nee, kann ich nicht. Okay, da brauchen wir Eisenzahnräder. Das heißt, wir brauchen Eisen. Welches Eisen nehmen wir denn? Nehmen wir das kleine da unten beim Kupfer, oder? Oder ist das im Wald? Ist wieder im Wald. Nee, das nehmen wir nicht. Wir nehmen das rechts. Ja, wir werden jetzt einfach ein bisschen rumlaufen. Ich meine, das Ding arbeitet schon mal, macht schön die Kiste voll. Das ist schon mal ganz gut.
Da brauchen wir uns nicht weiter drum kümmern erstmal. Was brauchen wir noch für das hier? Schmelzofen, den hätten wir noch. Aber da brauche ich lieber einen neuen. Da können wir eigentlich gleich hier alle bauen. Zack. Einen setzen wir gleich mal hier hin. So, jetzt muss ich ein bisschen Eisen holen. Dann können wir uns wieder Eisenplatten machen. Und aus den Eisenplatten machen wir uns dann. Ich habe schon so lange nicht mehr diesen Anfang gespielt. In der Kampagne hatten wir ja immer schon irgendwas. Und aus den Eisenplatten machen wir dann Zahnräder und dann upsala, können wir noch ein bisschen was bauen. So. Wie viele Zahnräder brauchen wir denn hier nochmal? Drei Stück. Eins, zwei können wir bauen. Drei. Die brauchen zwei Eisenplatten. So ein Zahnrad braucht zwei Eisenplatten. Das ist aber ganz schön viel. Ich könnte noch eine Kiste bauen. Schmelzöfen habe ich. So, sieben Platten. Erstmal automatischen Förderer. Danach brauche ich ein paar Fließbänder, damit wir da hinten die Kohle hin und her transportiert bekommen. Weil die muss hier hin. Aber wir bauen uns jetzt hier erstmal einen Förderer hin irgendwie. Ich drücke um die falsche Taste. Hier hin, zack. Na super. Habe ich wieder super gemacht. Für den Anfang muss das reichen. Achso. Okay, holen wir uns Kohle. Was brauchen wir für Fließbänder? Für Fließbänder brauchen wir Zahnräder und Eisenplatten. Das heißt, wir brauchen relativ viel Eisen. Wir brauchen für alles Eisen. Super. Wie, du hast keine Fuel mehr. Verdammte Axt. Du förderst doch. Wieso muss ich den denn betanken? Das ist doch lächerlich. Müssen wir erstmal da hinten die Eisenproduktion ein bisschen zum Laufen bringen. Ich weiß, wir rennen jetzt hier in der ersten Folge ein bisschen viel rum, aber wenn dann die Fließbänder stehen, dann geht das alles hier auch besser. Dann können wir es auch vergrößern. Aber was Besseres habe ich jetzt von Anfang nicht gefunden. Ich habe auch keine Steine mehr. So, zack. Zack. Super. Können wir zweimal davon bauen. Dann wird das hier auch alles gleich mehr. Ich brauche noch einen Ofen. Da oben gab es Stein irgendwo. Hier war ein Stein. Den nehmen wir schnell mit. Wir werden viele, viele Öfen brauchen, um hier alles aufzubauen. Ich habe wirklich vor, hier ganz groß zu produzieren. Und ich möchte auch alles. Ich hätte mir auch ein bisschen so überlegt, wie ich das mache mit dem Produzieren. Da bin ich mir aber noch nicht so hundertprozentig sicher, wie ich das mache. Aber ich denke, ich werde das so machen, dass ich wirklich na toll, das für eine fördere ich dann nicht. Egal. Dass ich alles zentral an einer Stelle produzieren werde. Und da halt dann wirklich einfach, da muss ich nicht groß nachdenken mit irgendwelchen Sachen. Ja. Wie ich jetzt irgendwie irgendwas baue. Und so, sondern ich sage einfach, ich produziere alles Eisen, baue ich ab und mache direkt Eisenplatten daraus. Und hängen dahinter dann vielleicht noch eine Stahlproduktion. Das dann erstmal hier mit Strom läuft es besser. Strom muss ich mir. Oh Gott. Ich habe hier natürlich kein Wasser in der Nähe für eine Stromproduktion, ich Genie. Nur das da oben. Muss ich wieder in den Wald. Toll. Genau. Ich möchte halt dann so ein bisschen. Die drei bauen wir noch. Er ist halt so ein bisschen cool bauen hier, dass ich sage, okay, ich habe quasi hier alles, was mit Eisen zu tun hat, wird hier produziert. Alles, was mit
dann bringe ich das Eisen an eine Stelle, produziere ich dann Zahnräder oder so und mache halt so große Produktionsstraßen. Dann möchte ich einfach mal ausprobieren, inwieweit mir das dann wirklich am Ende irgendwas bringt. Keine Ahnung. Wow, ich kann ein Fließband bauen, ich bin begeistert. Ich kann vier Fließbänder bauen. Das müssen wir uns dann anschauen, inwieweit uns das was bringt. Ich habe mir nicht gerade die beste Stelle ausgesucht. Also, na ja gut. Stein kriegen wir schon mal. Achso, den könnte ich mitnehmen. Brauchen wir immerhin für die Öfen. Oben ist auch noch Steine, oben ist noch Eisen. Rohöl hätten wir auch in der Nähe. Die sind halt noch fleißig am Produzieren. Mache ich die hier mal so ein bisschen voll. Jetzt könnte ich hier eigentlich mal so. Das ist wieder kein Eisen. Toll. Ist das zum Kotzen? Achso, ich wollte den hier noch aufstellen. Das machen wir gleich. Ich fülle erstmal da oben nach und so und ja, es ist jetzt viel gelaufen. Nicht das. Aber das ist halt so. Was passiert denn hier gerade im Hintergrund? Mein Mauszeiger hat gerade komische Dinge gemacht. Na. Gut, Strom holen wir uns ja von da oben, müssen wir halt dann runterlegen. Ich meine, das ist halt dann so. Und kann man nicht ändern. So. 1, 2, 3, 4, 5 und den Rest von denen hier. Ja, bis das hier alles läuft, das dauert natürlich. Ich weiß gar nicht, was ich euch so erzählen könnte. Ja, eine Sache. Okay, habe ich das in der letzten Folge schon erzählt? Ich habe einen neuen Rechner mir gekauft. Wenn ich es in der letzten Folge schon erzählt habe, erzähle ich es euch jetzt nochmal. Da müsst ihr jetzt einfach durch. Auf jeden Fall habe ich mir einen neuen Rechner gekauft und alles soweit so gut, aber ich hasse Windows 10. Das habe ich jetzt einfach schon mal so beschlossen für mich, weil das wirklich ein Riesengraus war, diesen Rechner auf Windows 10 zum Laufen zu kriegen. Das war, also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber nichts hat funktioniert. Also wirklich rein gar nichts. Und ich habe einen Admin-Account und kann Sachen nicht installieren, weil ich einen Admin-Account brauche und so Scherze. Also da hört es dann bei mir irgendwie das Verständnis dann auf. Aber okay. So ist das halt. So jetzt nicht so schlau gerade, aber egal. Ja, und dort so Krempel, also irgendwie. Bedienerfreundlicher ist es nicht. Windows denkt, wir sind alle Idioten und können uns um nichts kümmern. Aber will dann selber alles bestimmen. Was natürlich dann auch nichts bringt. Irgendwie, also man darf dann nichts mehr selbst machen und naja. Ich weiß nicht. Ich bin da kein Freund von. Halt. Wir legen dich hier so. Ja. Ja, ich weiß, ich mache hier gerade irgendwie das hundertprozentig irgendwie alles falsch. Ich muss ja auch noch irgendwie mit meiner Kohle da rankommen. Deswegen legen wir das doch nach oben. Aber nicht so, sondern so. So. Eins, zwei, drei. Wir bauen es jetzt erstmal nur auf einer Seite auf. Ja, wir haben kein Fuel. So ist das nun mal auf der Welt. Gott, die Dinger haben ja auch kein Fuel. Oh. Kommt man denn was aufheben? Der? Nee.
F, glaube ich. Ja, gut. Wir brauchen mehr Kohle. Man bräuchte die Kohle hier unten. Wie ich gerade gelernt habe. Bisschen unpraktisch. So, zumindest mal einer läuft. Nehmen wir hier alles raus und. So, hier. Ich teile es mal hier auf, dass die beiden laufen. Ja. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen planlos. Kriegen wir aber alles hin. Wir müssen dringend auf Strom. Strom kann ich schon. Strom eigentlich. Ja, kann ich. Gut, wir müssen jetzt erstmal hier so ein bisschen Grundproduktion zum Laufen bringen und dann gehen wir, machen wir uns an die Stromproduktion in der nächsten Folge hoffentlich schon. Wir können hier schon ein paar Heizkessel bauen. 1, 2, 3, machen wir gleich mal. Eine Pumpe, da brauche ich schon Elektroteil, da brauche ich Kupfer noch für. Das kann ich mir im Zweifel einfach so abbauen. Und für den Heizkessel brauche ich ziemlich viel Eisen. Okay. Aber die Kohleproduktion läuft. Ich weiß immer nicht, warum ich die hier beladen muss. Aber okay. Machen die jetzt hier einfach mal voll. Und den Rest tragen wir wieder zurück. So, ich habe noch Fließbänder. Dann können wir das hier nämlich gleich erweitern. Die Strecke, dass wir das, die Kohle müssen wir irgendwie darüber bringen zu den Förderern, beziehungsweise später halt zu den Öfen. Das werde ich dann wahrscheinlich aber auf einer, ich weiß nicht, ob ich das auf einer, ich glaube, ich mache das dann auf zwei Linien. Irgendwie das, die Öfen, in der Mitte läuft Kohle rein und außen läuft Eisen vorbei oder irgendwie so. Ach nee, ich muss ja noch das Endprodukt rauskriegen. Also ihr seht, Fragen über Fragen. Und deswegen, wir schicken noch schnell hier unsere Öfen und dann geht's auch schon wieder in die nächste Folge. Und ich hoffe, es hat euch soweit schon mal gefallen und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet zu Factorio, wenn wir dann hier in diesem Freeplay einfach weitermachen und gucken, wo uns das alles hinführen wird. Jetzt sind natürlich die Kohle ausgegangen. Ja, bleibt gespannt und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!